Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie recht herzlich zu unserer ersten Online-Vorlesung zum Thema Verhandlungsmanagement begrüßen. Das Thema unserer ersten Vorlesung lautet heute Restaurant oder Konferenztisch – Verhandlungsstrategien aus aller Welt. Im Rahmen dieses ersten Einführungsclips, dieses ersten Einführungsvideos, würde ich Sie gerne ein wenig in das Thema Verhandlungen und natürlich hier auch internationale Verhandlungsstrategien einführen. Vor allen Dingen möchte ich Sie dann aber dafür Ihr Interesse wecken, dass Sie an einem Verhandlungsexperiment selbstständig einmal teilnehmen, um Ihre Verhandlungsleistung zu testen und dann von uns auch natürlich im Nachgang Ihre Ergebnisse und Ihr Verhandlungsprofil zu bekommen. Von daher haben wir heute eine kurze Agenda. Ich möchte gerne, wie gesagt, eine kleine Einführung Ihnen zu dem Thema geben und werde Ihnen dann in den abschließenden 5 bis 10 Minuten alle weiteren Rahmenbedingungen erläutern, die notwendig sind, damit Sie diesen Kurs hier erfolgreich abschließen. Und zu dem erfolgreichen Abschließen dieses ersten Kurses gehört dann eben die Teilnahme an einer Verhandlungsübung. Ja, fangen wir mit der Einführung an. Verhandlungen finden, und das werde ich den meisten von Ihnen nicht erzählen müssen, in sämtlichen beruflichen Aufgabenfeldern statt. Völlig unabhängig davon, ob Sie selbstständig sind und damit eigentlich alle Ihre Bereiche verhandeln müssen, vom Einkauf über Kundenverhandlungen, Bankengespräche führen müssen, Lieferantengespräche, oder aber ob Sie in einem Unternehmen tätig sind, sei es hier im Einkauf, im Vertrieb, im Personalbereich, aber auch in solchen Bereichen wie Produktion und Forschung und Entwicklung. Verhandeln. Das heißt, der Austausch mit zumindest einer weiteren Person über zumindest einen konfliktären Verhandlungsgegenstand werden zu Ihren beruflichen Aufgaben zählen. Das gilt übrigens nicht nur im deutschsprachigen Raum so, sondern verhandelt wird auf der ganzen Welt in allen möglichen unterschiedlichen Kulturen. Das heißt, Verhandlungen sind ein tatsächlich globales Phänomen. Ich habe es ja gerade schon angesprochen. Was ist eigentlich eine Verhandlung? Und jetzt sind wir hier an der Open University von Hamburg. Und von daher lohnt es sich, dass wir uns einmal doch ein wenig um eine genaue Definition von einer Verhandlung bemühen. Eine Verhandlung ist ja zunächst mal auch nur vielleicht ein Gespräch zwischen zumindest zwei Personen oder aber zwei Parteien. Wichtig an diesem Gespräch ist aber, dass dieses Gespräch in irgendeiner Form, wenn es eine Verhandlung ist, zu einer Einigung führen soll, zu einem Agreement in geschäftlichen Verhandlungen, sogar zu einem Vertrag. Warum könnte das teilweise schwierig sein, dass diese Verhandlungen, diese Interaktionen, diese Gespräche zu einer Einigung, zu einem Vertrag führen? Das liegt daran, wie Sie es auch an der Definition auf der Folie sehen, dass häufig bei den Verhandlungsgegenständen, über die verhandelt wird, zumindest ein Verhandlungsgegenstand unterschiedliche Präferenzen bei den Verhandlungsführenden hervorruft. Lassen Sie mich das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Stellen wir uns vor, Sie wollen ein neues Auto kaufen, dann gibt es vielleicht viele Dinge, über die Sie sich mit dem Autohändler einig sind, beispielsweise die Marke. Wenn Sie zum Volvo-Händler gehen, dann wollen Sie relativ wahrscheinlich ein Volvo kaufen und der Volvo-Händler will Ihnen in der Regel auch die Marke Volvo verkaufen. Unterschiede gibt es aber auf jeden Fall bei dem Preis. Da wird er einen höheren Preis verlangen wollen, als Sie den zu zahlen bereit sind. Weitere Unterschiede können aber auch beispielsweise im Hinblick auf das Lieferdatum oder auf weitere integrierte Services wie Wartung, Inspektion etc. bestehen. Also, eine Verhandlung ist nicht nur ein Gespräch, ist nicht nur ein Meeting, ist nicht nur ein Austausch. Sobald Sie mit Kollegen, Freunden, Bekannten, Geschäftspartnern Verhandlungen führen, heißt das, Sie müssen zu einer Einigung kommen, wobei zwischen Ihnen ein Präferenzkonflikt besteht. Wichtig ist es nun bei einer Verhandlung, und das ist das Schwierigste bei dieser Aufgabe, dass es einem gelingen sollte, optimalerweise, nicht nur irgendeinen schnellstmöglichen Kompromiss zu finden, sich in der Mitte zu einigen, beim Autohändler beispielsweise, und irgendwie die mittlere Vorstellung zwischen beiden Parteien zu wählen, sondern die eigentliche Aufgabe bei einer Verhandlung sollte sein, dass Sie versuchen, Ihr Gegenüber insofern zu überzeugen, dass er doch optimalerweise Ihre eigenen Präferenzen annimmt und Ihrer Lösung folgt. Wir nennen das auch Manipulation. Ja?
Also das ist die Aufgabe in einer Verhandlung, dass sie versuchen, durch Argumente, durch geschickte Angebote, durch Deals, wie wir auch sagen, das Gegenüber insofern zu manipulieren, dass sie eine Einigung erzielen, die bestmöglich ihren eigenen Interessen entspricht. Ich habe Ihnen gerade schon gesagt, dass Verhandlungen in allen beruflichen Aufgabenfeldern stattfinden und vor allen Dingen, dass diese weltweit stattfinden. Ich würde sagen, im Nanosekundentakt werden weltweit irgendwelche Verträge geschlossen. Und das Interessante dabei ist, dass alle diese Verträge ungefähr 20% des Mehrgewinns oder eben des Wenigergewinns von Firmen ausmachen können. Das heißt, je besser es den Verhandlungsführenden im beruflichen, natürlich genauso im privaten Kontext gelingt, diese optimalen Vertragsabschlüsse zu erzielen, desto besser geht es den Firmen. Und hier belegen, wie gesagt, Studien, dass es möglich ist, um 20% Firmenergebnisse zu steigern, wenn man es schafft, bessere Verhandlungsergebnisse zu erreichen. Ganz übrigens, das hat ja nicht nur eine betriebswirtschaftliche Komponente, dieses optimale Aushandeln von Verhandlungsergebnissen. Das Ganze hat auch eine individuelle Komponente für Sie. Denn wenn es Ihnen gelingt, bestmögliche Verhandlungsergebnisse für Ihre Firma, für Ihre Institution zu erzielen, dann ist dieser Verhandlungserfolg, könnte man das bezeichnen, als Karrierebooster, weil Sie dann natürlich eher für weiterführende Karriere- und Hierarchiestufen in Frage kommen. Von daher, Verhandlungen sind sowohl auf individueller als auch auf betriebswirtschaftlicher oder sogar auf gesamtwirtschaftlicher Ebene von Bedeutung, denn das ist uns allen klar, je besser einzelne Kulturen und Nationen verhandeln, desto besser steht deren Volkswirtschaft da. Wir haben es ja schon gerade angesprochen. Verhandelt wird weltweit. So, da wird jetzt nicht immer gleich verhandelt und das werde ich den meisten von Ihnen nicht erzählen müssen. Da gibt es sehr viele empirische Studien, die im universitären Kontext in den vergangenen, ich würde sagen, 30 bis 40 Jahren geführt wurden, die zeigen, dass je nach unterschiedlicher Kultur eigentlich unterschiedliche Schwerpunkte oder unterschiedliche Verhaltensweisen in Verhandlungen an den Tag gelegt werden. Ich habe Ihnen heute nur mal einige mitgebracht. Als Beispiel das Thema Zeit. Das Thema Zeit spielt für Amerikaner, vor allen Dingen hier für Nordamerikaner, eine sehr viel größere Rolle als für andere Kulturkreise. Was heißt das Thema Zeit spielt eine größere Rolle? Wir können hier so ein wenig unterscheiden zwischen der Frage, wollen wir eigentlich Good Deals erzielen oder wollen wir Fast Deals erzielen? Der Amerikaner, wenn der sein Auto kaufen geht, der sagt, ach, da lasse ich doch mal einige Servicepakete lieber mal sausen. Ich will das Auto schnell und zwar jetzt gleich vom Hof mitnehmen. Um ein wenig mit Stereotypen zu jonglieren, der Deutsche oder auch der Skandinavier würde ja sagen, lass dir ruhig Zeit, mach die Wartung gründlich, ich komme noch einmal in 2 Wochen. Also Sie sehen, die Frage, wie wird verhandelt, ja, kann auch vom Thema Zeit abhängig sein. Und das Thema Zeit ist in unterschiedlichen Kulturen von unterschiedlicher Bedeutung und prägt schon mit Verhandlungen. Greifen wir ein anderes Thema raus, das Thema Vertrauen. Mit wem will ich eigentlich eine Geschäftsbeziehung eingehen? Oder bei wem will ich eigentlich mein Auto kaufen? Da sagt sich vielleicht auch der Amerikaner, gehe ich eben doch zu der Werkstatt oder zu der Niederlassung, die mir das Auto schnellstmöglich liefern können. Ganz anders würde das ein Japaner sehen. Ein Japaner würde überhaupt erst dann in eine Verhandlung eintreten, also eine Verhandlung beginnen, sich überhaupt über eine mögliche Geschäftsbeziehung Gedanken machen, wenn er das Gefühl hat, dass er zu seinem Verhandlungspartner trotz der vorliegenden Konflikte in irgendeiner Form eine vertrauensvolle, auch im positiven Sinne, emotionsgeladene Beziehung aufgebaut hat. Das heißt, man kennt sich, er kann vertrauen. Von daher, glauben Sie mir, sind die Verhandlungsgegenstände häufig ganz, ganz andere. Man verhandelt nicht nur um den eigentlichen Deal, sondern man verhandelt um ein ganzes großes Set an Umfeldbedingungen, um erstmal, so müssen Sie sich das vorstellen, sein Gegenüber abzutasten und eine Vertrauensposition zu ihm aufzubauen. Schauen wir uns hier unten das Thema Qualität an. Wie wichtig ist mir eigentlich Qualität? Und inwiefern bin ich bereit, in einem Preis-Leistungs-
Vergleich auf Qualitätsaspekte eher zu verzichten oder doch hier einen höheren Schwerpunkt drauf zu legen. Hier gibt es interessante Studien, die zeigen, dass beispielsweise Skandinavier sehr, sehr, sehr großen Wert auf Qualität legen und zu dessen Gunsten durchaus auch bereit sind, mal einen größeren Preisüberschuss zu zahlen, also eine höhere Zahlungsbereitschaft, wie wir in der Betriebswirtschaftslehre sagen würden, zu zeigen. In anderen Kulturen wiederum ist dieses Qualitätsmerkmal nicht zu bedeuten und wird daher in Verhandlungen auch nicht so in den Vordergrund gestellt. Ich könnte Ihnen noch sehr viel mehr Verhandlungsgegenstände wie Zeit, Qualität oder Vertrauen sagen. Ich möchte heute aber noch auf einen letzten Punkt eingehen, den Sie oben rechts in der Folie sehen, und das ist das Thema Rituale. Auch Rituale dürfen wir in weltweiten, in einem globalen Verhandlungskontext nicht vernachlässigen. Wenn Sie in jetzt zur deutschen Kultur sehr, sehr entfernte Kulturen reisen, um hier Verhandlungen zu führen, sei es im privaten oder im geschäftlichen Kontext, nehmen wir mal Indien, dann müssen Sie hier gewisse Rituale und Gepflogenheiten beachten. Beispielsweise, dass es in Indien vor jedem wichtigen Deal überhaupt erstmal zu einem gemeinsamen Geschäftsessen kommen muss. Denn wenn man nicht zusammen von einem Tisch essen kann, dann, so ein indisches Sprichwort, sollte man sich ja auch nicht trauen, gemeinsam Geschäfte zu machen. Wir müssen das nur mal am tarifpolitischen Kontext spiegeln. Auch hier gibt es ganz, ganz viele Rituale, die uns einfach sagen, dass es mehrere Verhandlungsrunden geben sollte in der Regel oder dass Verhandlungsabschlüsse nicht vor 12 Uhr Mitternacht verkündet werden sollten. Sie sehen, auch Rituale, die sich weltweit wieder unterscheiden, bestimmen unsere Verhandlungssituationen, unsere Verhaltensweisen in Verhandlungen und damit auch unsere Verhandlungsperformance. Meine Damen und Herren, aber all diese Punkte und diese internationalen Unterschiede, die ich Ihnen gerade erzählt habe, dies haben eigentlich nicht etwas mit dem Faktor Verhandlungen zu tun, sondern eher mit dem Faktor Kultur. Das heißt, die Kultur bestimmt hier, wie sich Personen, Parteien in Verhandlungssituationen verhalten, bewegen und zu welchen Abschlüssen sie kommen. Wenn ich noch mal an den Titel unserer ersten Vorlesung hier erinnere, da haben wir doch gesagt, Restaurant oder Konferenztisch. Diese Frage, wie prägt Kultur Verhandlungen, können wir uns eher mit einem Restaurant vergleichen. Denn natürlich essen wir in Frankreich andere Dinge als in Amerika oder gar in Indien oder Japan. Das ist die Kultur, mit der wir uns vertraut machen müssen und auf die wir uns einstellen müssen. Genauso wie wir in fremde Länder reisen und unseren Magen auf fremde Speisen einstellen müssen, müssen wir uns, wenn wir in unterschiedlichen Kulturen verhandeln, einfach auf unterschiedliche Verhaltensweisen, auf unterschiedliche Präferenzen einstellen. Das würde ich aber sagen, meine Damen und Herren, ist nur die notwendige Bedingung, um gute Verhandlungen zu erzielen. Die hinreichende und damit die wichtige Bedingung, um optimale Verhandlungsergebnisse zu erzielen, ist aber nicht nur, sich mit den Kulturen auszukennen und auf Kulturen vorzubereiten, sondern vielmehr, dass man auch das eigentliche Handwerkszeug einer Verhandlung versteht. Und das eigentliche Handwerkszeug, was man für eine Verhandlung braucht, das ist nicht das Restaurant, sondern das lernen wir eigentlich am Konferenztisch. Und am Konferenztisch, meine Damen und Herren, gibt es unterschiedliche Verhandlungsstrategien, die man erlernen kann und die man auch im Laufe seiner beruflichen Laufbahn und seiner beruflichen Karriere einsetzen sollte. Ich möchte heute in dieser ersten Vorlesung auf die vier wichtigsten, grundlegenden, man kann sie auch als Basisstrategien einer Verhandlung eingehen und Ihnen diese gerne näher bringen. Und diese Basisstrategien, die gelten am Konferenztisch und das Interessante daran ist, die gelten weltweit am Konferenztisch. Völlig unabhängig davon, ob ich erst mit meinem Verhandlungspartner im Restaurant war oder ob ich wie in Amerika sehr schnell mit ihm zum Deal kommen musste. Was sind das für vier unterschiedliche Verhandlungsstrategien? Und bevor ich Ihnen diese vier unterschiedlichen Verhandlungsstrategien erläutere, möchte ich uns alle nochmal daran erinnern, was war eigentlich die Definition von Verhandlung? Die Definition von Verhandlung war, dass zumindest zwei Parteien, die zumindest teilweise unterschiedliche Präferenzen haben, gemeinsam zu einer Einigung kommen müssen. Wobei es die Pflichtaufgabe war, denken Sie an den Begriff der Manipulation, die gegenüberliegende Seite so gut wie möglich von den eigenen Interessen zu überzeugen.
Wenn wir uns diese Definition noch einmal in Erinnerung rufen, dann gibt es eigentlich nur vier global gültige Basisstrategien. Die erste und einfachste ist die sogenannte Konkurrenzstrategie. Sie können auch kompetitive Strategie sagen oder, was vielleicht noch einfacher und prägnanter zu merken ist, die Win-Lose-Strategie. Warum Win-Lose? Ja, selbstverständlich, in einer Verhandlung wollen Sie Ihr Gegenüber von Ihren Interessen überzeugen. Deshalb ist die Bedeutung Ihrer Interessen bei der Win-Lose-Strategie hoch. Und Ihnen ist es relativ gleichgültig, inwiefern Sie auch in irgendeiner Form mit Ihrer Einigung die Interessen der gegenüberliegenden Partei berücksichtigen. Das ist die sogenannte Win-Lose-Strategie. Als Beispiel können wir uns eine Verhandlung über 100 Euro vorstellen. Wenn Sie jetzt mit mir über 100 Euro verhandeln würden, dann würde ich Ihnen brillante Argumente aufzählen, warum ich davon vielleicht 80 Euro bekomme und Sie 20, eine klassische Win-Lose, ein klassischer Win-Lose-Vorschlag, weil ich natürlich sagen würde, ich bin die Kompetenzträgerin in Verhandlungen und Sie hören erst Ihr erstes Videoclip in diesem Moment und Ihnen steht dadurch noch nicht so viel von diesen 100 Euro zu. Natürlich würden Sie im Gegenzug ganz andere Argumente finden, warum Ihnen 80 Euro gehören würde. Das wären Win-Lose-Verhandlungen, die häufig dann auftreten, meine Damen und Herren, wenn der Verhandlungsgegenstand, wie diese 100 Euro, wir sagen das in der Spieltheorie, ein sogenanntes Nullsummenspiel darstellt. Das heißt, wenn der Verhandlungsgegenstand nicht weiter vergrößerbar ist, sondern wenn ein Verhandlungsergebnis immer bedeutet, dass eine Partei gewinnt, verliert die andere Seite und andersherum. Das sind Win-Lose-Verhandlungen. Das sind Nullsummenspiele, wo die Parteien insofern immer so gut oder so schlecht verhandeln, je nachdem, wie gut oder wie schlecht ihr Gegenüber verhandelt. Diese Verhandlungsstrategie, meine Damen und Herren, die ist jetzt nicht bösartig zu verstehen, die ist nicht machiavellistisch zu verstehen. Diese Verhandlungsstrategie zu wählen, Win-Lose, ist häufig ihre Pflicht in einer Verhandlung, nämlich immer dann, wenn es um Verhandlungen wie beispielsweise den Preis geht, die 100 Euro, wo Sie wissen, das sind diese Nullsummenspiele. Es gibt aber auch Situationen, meine Damen und Herren, wo das Anwenden einer Win-Lose-Strategie wenig sinnvoll ist. Und das ist in sogenannten Kooperationssituationen. Was ist eine Kooperationssituation? Oder vielleicht anders gesprochen, wann sollten Sie statt einer Win-Lose-Strategie eine Win-Win-Strategie wählen? Ich habe Ihnen auch hierfür ein Beispiel mitgebracht. Es ist eines der ältesten Beispiele und sicherlich eines der meistzitiertesten Verhandlungsbeispiele überhaupt in der Literatur zum Verhandlungsmanagement. Stellen Sie sich einmal vor, es gibt zwei Schwestern, die stehen in einer Küche und die backen einen Kuchen für ihre Mutter, beziehungsweise jede von ihnen backt einen Kuchen für ihre Mutter. Und sie haben schon beide ihren Teig angerührt und dann stellen die beiden Schwestern fest plötzlich, dass beide eine Orange benötigen. Sie gucken sich also in der Küche um, aber es ist nur noch eine Orange da. Wenn Sie jetzt die Win-Lose-Strategie anwenden würden, dann würden Sie einfach die Orange teilen. Ja, dann würden Sie sagen, du bekommst 50, ich bekomme 50, das ist vielleicht fair und die Mutter merkt es noch nicht mal. Sie haben, wie die 100 Euro, den Verhandlungsgegenstand einfach geteilt. Jeder hat ein bisschen was gewonnen, jeder hat aber auch ein bisschen was verloren. Hätten Sie sich mal versucht, Gedanken zu machen, inwiefern Sie hier anders zu einer Lösung kommen hätten können, hätten Sie vielleicht eine Win-Win-Verhandlung erzeugt. Und diese Win-Win-Verhandlung wäre wie folgt abgelaufen. Die eine Schwester hätte sich in der Küche umgeschaut und hätte gesagt, oh, ich benötige eine Orange. Dann hätte die andere Schwester gesagt, du, ich auch. Was machen wir denn jetzt? Und dann hätte die andere Schwester gesagt, du, ich brauche nur den Saft, was brauchst du denn? Dann hätte die andere Schwester gesagt, was für ein Glück, ich backe doch einen Gewürzkuchen, ich brauche nur die Schale. Und Sie sehen, statt eines Nullsummenspiels hätten die beiden Schwestern beide gewonnen. Die eine hätte die ganze Schale bekommen für ihren Gewürzkuchen und daraufhin hätte die andere sich den Saft dieser ganzen Frucht ausgepresst.
Sie sehen also an diesem einfachen Beispiel, es gibt Situationen, und lassen Sie mich nochmal zurückblättern, wo man eine Win-Win-Verhandlungsstrategie fahren sollte. Und das setzt voraus, dass man nicht zu sehr auf seinen eigenen Interessen beharrt, sondern dass man versucht, auch die Interessen des Gegenübers zu berücksichtigen. Diese beiden Strategien, meine Damen und Herren, Win-Lose und Win-Win, das ist eine Kunst, die richtig in Verhandlungen einzusetzen. Hierfür muss man die Rahmenbedingungen einer Verhandlung genau studieren und man muss sich genau überlegen, bei welchem Verhandlungsgegenstand sollte ich, Stichwort 100 Euro, darauf bedacht sein, meine Interessen zu fördern und nur auf meine Interessen zu schauen. Und bei welchen Gegenständen lohnt es sich vielmehr, dass ich auch die Interessen meines Gegenübers im Blick habe. Es gibt darüber hinaus noch zwei weitere Verhandlungsstrategien, die jetzt aber zunächst erstmal auch für diese Einführungsvorlesung und für vor allen Dingen geschäftliche Verhandlungen eine geringere Rolle spielen. Nur der Vollständigkeit halber möchte ich diese Ihnen noch ganz kurz nur erläutern. Das ist einmal die Lose-Lose-Strategie. Da fragen Sie sich auch, wann sollte man denn auf keinerlei Interessen achten? Das könnte beispielsweise sein, wenn Sie eigentlich gar nicht richtig verhandeln wollen. Das heißt, Sie wollen dem anderen vielleicht auch nicht sagen, du pass auf, ich will gar kein Auto kaufen, man will nicht so unhöflich sein, aber man schlägt ein ganz schlechtes Verhandlungsergebnis vor, um aus der Situation rauszukommen. Und Lose-Win-Verhandlungen, das ist teilweise schon interessanter, wenn wir an den ganzen Start-up-Kontext denken, wenn man überhaupt erst sich mal in ein Geschäft reinkaufen will, mit jemandem Großes, vielleicht einen ersten Referenzkunden gewinnen will, dann kann man durchaus so verhandeln, dass man mal seine eigenen Interessen in den Hintergrund stellt. Aber das ist dann natürlich auch nur die mittelbare Wirkung, weil in the end will man natürlich daraus auch eine Win-Win-Wirkung erzielen. Das nur zur Vollständigkeit. Wichtig ist mir aber, dass Sie bedenken, es gibt Win-Lose und Win-Win. Und die Frage, wie erziele ich gute Verhandlungsergebnisse, ist eine Analysefrage. Bei welchem Gegenstand setze ich welche Verhandlungsstrategie ein? Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, ja, wo weiß ich das denn jetzt? Und wie kann ich das denn überhaupt alles richtig anwenden? Und hier haben wir eine, ich möchte das gerne mal nennen, eine steile Hypothese. In der Verhandlungsakademie der Universität Potsdam, der sogenannten Negotiation Academy Potsdam, die hier im Rahmen dieser Vorlesung mit der Hamburg Open Online University kooperiert, haben wir hunderte von Experimenten mittlerweile durchgeführt. Wir haben an die 1000 Studenten und mittlerweile vielleicht schon 1000 bis 2000 Praktiker geschult. Und wir haben immer wieder festgestellt, wenn man Studierenden wie Ihnen jetzt oder auch Sie als Praktiker, wenn Sie regelmäßig Kurse zu Verhandlungen hören, wenn Sie sich mit den Theorien und Konzepten des Verhandlungsmanagements beschäftigen, dann werden Sie besser verhandeln können, allein dadurch, weil Sie unter anderem die Strategien, die es im Verhandlungsbereich gibt, richtig einschätzen können. Wir haben diese Experimente durchgeführt, wir haben die Ergebnisse ausgewertet und publiziert und wir kamen zu der Erkenntnis, dass Verhandeln tatsächlich anders als so ein wenig der Alltagsglaube, der vorherrschend ist, beschreibt, dass Verhandeln tatsächlich erlernbar ist. Vielleicht haben Sie auch lange Zeit gedacht, dass es das Verhandlungskunst angeboren ist. Manche können es halt und manche können es weniger. Manche gehen da extrovertiert daran. Sie selber fühlen sich vielleicht oft eher ein wenig zu zurückhaltend oder schüchtern, um ihre eigenen Interessen durchzukämpfen. Die Vielzahl unserer Experimente aber zeigt, dass tatsächlich jeder, der gewisse Übungen und Trainings durchlaufen hat, der sich mit seiner eigenen Verhandlungsperformance auseinandersetzt, bessere Verhandlungsergebnisse erzielen kann. Ich selbst vergleiche deshalb Verhandeln gerne immer mit Klavierspielen. Wer nur fleißig und lange genug übt, der wird nicht zu dem kleinen Mozart, aber der wird vielleicht wenigstens ein Hauskonzert für seine Freunde meistern können. Deshalb, meine Damen und Herren, ist es auch Teil dieser Vorlesungsreihe zum Verhandlungsmanagement, dass ich Ihnen heute hier nicht nur etwas über internationale Verhandlungskulturen
oder aber Basisstrategien von Verhandlungen berichten will, sondern deshalb ist es auch Teil dieser ersten Vorlesung, dass wir Sie sehr gerne von der Verhandlungsakademie Potsdam einladen würden, an einem Online-Experiment, an einer Verhandlungsübung teilzunehmen. Warum jetzt online? Sie sitzen ja alle ganz verstreut und lauschen hoffentlich gerade diesem Video und da ist es schwierig, Sie an einen Ort zu bringen. Von daher haben wir uns überlegt, dass wir Sie über eine Verhandlungsplattform gerne einladen, mit uns gegeneinander als Teilnehmer zu verhandeln und dass Sie dann im Nachgang Ihre ersten Verhandlungsergebnisse ausgewertet bekommen und wir Ihnen hieran auch zeigen können, inwiefern haben Sie es eigentlich geschafft, bei den richtigen Verhandlungsgegenständen Win-Win und bei den richtigen Verhandlungsgegenständen Win-Lose zu machen. Wie soll das alles ablaufen? Zunächst einmal die Key Facts. Wann soll dieses Online-Experiment stattfinden? Stattfinden wird die Verhandlungsübung Ende Mai. In einer Woche, Ende Mai, und Sie werden sich frei Ihren Slot wählen können, an dem Sie für eine circa halbe Stunde bis dreiviertel Stunde verhandeln können. Dafür loggen Sie sich mit einer ID ein, bekommen einen Verhandlungspartner, einen weiteren Teilnehmer zugewiesen und verhandeln mit dem eine Stunde. Im Nachgang werden wir Ihnen dann die Verhandlungsergebnisse auswerten und Ihnen Ihr Ergebnis zuschicken. Was müssen Sie dafür tun? Es ist wirklich ganz einfach. Sie schreiben uns bis zum 30.04. eine E-Mail an marie-christin.weber@uni-potsdam.de. Das ist eine meiner Doktorandinnen, die mich hier im Rahmen dieser Online-Verhandlung unterstützt. Sie schreiben eine kurze E-Mail mit dem Betreff: Ich würde gerne im Rahmen der Hamburg Open Online University an der Verhandlungsübung teilnehmen. Wir werden Ihre Daten ablegen und Sie dann Anfang Mai darüber informieren, wo Sie sich genau registrieren für das Online-Tool. Wir werden Ihnen eine Rolle zuweisen und Sie können sich Ihren Slot buchen. Selbstverständlich, meine Damen und Herren, werden wir Ihre Daten strengstens anonym und vertraulich behandeln. Nur Sie persönlich werden über Ihre Ergebnisse informiert und wir werden Ihnen aber auch sagen, wie gut und hoffentlich nicht wie schlecht Sie im Vergleich zum Durchschnitt verhandelt haben. Gerne möchten wir Sie einladen, erstmalig Ihre Verhandlungsperformance zu testen. Wir hoffen sehr, dass wir Ihr Interesse geweckt haben und freuen uns schon jetzt auf Ihre Verhandlungen und vielleicht auf den zweiten Videoclip, der dann zu einem weiteren spannenden Thema aus dem Bereich des Verhandlungsmanagements gedreht wird. Haben Sie herzlichen Dank.